Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute mache ich mal ein Entscheidungsvideo, besser bekannt als würdest du eher fragen und ich würde sagen, los geht's. Also wir fangen direkt an, hier seht ihr das mal eingeblendet, was ich gerade sehe und wir fangen an. Würdest du eher für 2 Jahre mit einem pinken Fahrrad herumfahren oder mit einem Krokodil kämpfen? Ich glaube, da wäre mir das pinke Fahrrad, glaube ich, ziemlich egal, weil Krokodil, das kann ja tödlich enden. Und deswegen ist mir das, glaube ich, ziemlich egal, was dann Leute über das pinke Fahrrad und mich denken. Deswegen würde ich für 2 Jahre mit einem pinken Fahrrad rumfahren nehmen. Würdest du eher berühmt sein oder eher reich sein? Das Ding ist ja, Leute, wenn man berühmt ist, dann kann es ja sein, also in den meisten Fällen ist man denn ja eigentlich auch reich und hat viel Geld. Und reich ist man ja halt nur reich. Und da kennt halt eigentlich so viele. Und deswegen hätte ich gesagt, mehr berühmt sein. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren mitspielen, wenn ihr Bock habt. Also lasst mich doch gerne wissen, wofür ihr euch entschieden hättet. So Leute, das nächste ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Nämlich, würdest du eher alles sagen, was du denkst oder nie wieder etwas sagen können? Ich glaube, dann wäre mir das doch egal, was die Leute denn so hören, was ich denke, weil nie wieder etwas sagen können, ist schon schlimm. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wofür ihr euch entschieden hättet, weil das ist nämlich so eine Frage, wo ich sage, da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. So, die nächste Frage ist, würdest du eher 10 Kilometer laufen oder 5 Kilometer schwimmen? Ich glaube, ich würde 10 Kilometer laufen nehmen, weil 5 Kilometer schwimmen finde ich jetzt eigentlich schon ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht, wie ihr das so findet. Ich habe es auch noch nie gemacht, weil ich schwimme nicht regelmäßig und laufen eigentlich auch nicht, aber dann würde ich lieber 10 Kilometer laufen wählen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Würdest du eher einen Film schauen oder ein Buch lesen? Und ja, ich glaube, die meisten werden sich jetzt auch für Film schauen entscheiden, weil ich bin eher so ein etwas faulerer Mensch, der sich dann lieber den Film zu dem Buch anschaut. So, die letzte Frage ist, würdest du eher nie wieder Pizza essen oder nie wieder Döner essen? Ich würde einfach sagen, nie wieder Döner essen, weil ich Pizza noch etwas leckerer finde als Döner. So, und dann war es das auch schon mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere solche Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und nicht vergessen, die Glocke anzudrücken. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Video von mir wieder. Und bis dann. Ciao.